Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Aktienlust, zur neuen Börsenwoche. Und es sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Wir liegen aktuell beim DAX bei 12.430 Punkte, gehen also wieder weiter runter, lagen heute schon im Tief bei 12.410. Immerhin ein Abschlag von 1,3%. Und alleine letzte Woche haben wir auf Wochensicht schon 3,3% abgegeben. Ja, seit dem großen Verfallstag, seit dem Hexensabbat, weit mehr als 700 Punkte. Ja, das Thema Protektionismus und Schutzzölle, das drängt die Anleger immer weiter zurück. Und Donald Trump in den Vereinigten Staaten scheint ja tatsächlich seinen Plan nicht aufgeben zu wollen, tatsächlich China und Europa weiterhin mit Schutzzöllen zu belegen. Jetzt geht man sogar so weit, dass man chinesische Investoren vom Finanzministerium in den Vereinigten Staaten überprüft, wie viele Anteile die de facto dann an amerikanischen Unternehmen haben. Das heißt also, Donald Trump möchte natürlich auch auf gar keinen Fall, dass die Chinesen dort zu viel Macht in amerikanischen Technologien haben, diese eventuell aufkaufen könnten. Also da geht es da dementsprechend in die nächste Runde. Ja, und zu uns, zu Europa, haben wir ja zu den Schutzzöllen auf Automobile, Lastwagen, Autoteile noch nichts gehört, steht aber natürlich nach wie vor noch im Raum. Und das hängt natürlich wie ein Damoklesschwert über dem Leitindex, dem DAX, denn die vier Großen, die damit zu tun haben, BMW, VW, Daimler und auch Continental, die sind natürlich alle schwer gewichtet innerhalb des Leitindex des DAX. Und da könnte es durchaus dementsprechend weiter runtergehen. Vor allen Dingen, wo wir auch momentan charttechnisch angeschlagen sind. Ja, der DAX hält natürlich seine 200-Tages-Linie nicht. Und da liegen wir bei 12.784. Und da liegen wir jetzt mittlerweile schon an die 300 Punkte drunter. Heißt also, rein von der Charttechnik her könnten wir weiter nach unten laufen auf 12.136 respektive 12.011. Denn da haben wir eine sogenannte Kurslücke, ein sogenanntes Börsengap liegen. Und das könnte jetzt tatsächlich innerhalb dieser Woche noch geschlossen werden. Das heißt also, der Markt dann doch relativ gefährdet und eher in Abwärts- als in Aufwärtsposition. Das heißt, für Sie ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht tatsächlich hier mal das Pulver dementsprechend auch trocken halten. Ja, und neben Amerika, neben Donald Trump, haben wir natürlich auch noch den großen Streit innerhalb der Flüchtlingsfrage, der Migrantenfrage. Und das ja nicht nur hier in Deutschland mit Angela Merkel und Horst Seehofer. Nein, das betrifft ja auch ganz Europa. Da muss natürlich auch die Kanzlerin in anderen europäischen Ländern mal wieder dafür werben, dass die dementsprechend auch Flüchtlinge aufnehmen. Aber da haben wir ja schon von vielen gehört, dass die dementsprechend dazu wohl nicht mehr bereit sind. Zudem haben wir natürlich die Wahl jetzt gehabt in der Türkei mit Tayyip Erdogan, der jetzt weiterhin Ministerpräsident oder Präsident bleiben wird. Aber da geht es natürlich dann auch eher um die türkische Lira, wie die sich weiterentwickelt. Und dann haben wir heute einen wirklich miserablen IFO-Geschäftsklimaindex gehabt. Das heißt, die Manager in ihren Etagen eher schlecht gelaunt, eher lau gelaunt. Da ist man vorsichtig, da ist man nochmal ein halbes Prozent runtergegangen auf 101,8. Ja, und das IFO-Institut hatte ja schon vor ein paar Tagen und Wochen das Wirtschaftswachstum gerade für Deutschland von 2,6 auf 1,8% gesenkt. Das heißt also, hier ist die Laune aktuell auch nicht unbedingt zum Besten gestellt. Ja, und dieser komplette Mix, der tut natürlich de facto auch dem Markt und den Märkten nicht gut, weil wir nach wie vor in einem Unsicherheitsmodus sind. Und das mögen ja die Börsianer bekanntlich gar nicht. Ja, schauen wir mal auf die Unternehmensseite, was uns da diese Woche erwarten wird. Da schauen wir auf den Donnerstagabend, Teil 2 des sogenannten Bankenstresstests. Den muss ja die Deutsche Bank dementsprechend auch hinter sich bringen. Ja, die US-Tochter der Deutschen Bank, müssen wir fairerweise sagen, beim Test 1, das war letzte Woche, hat man relativ gut abgeschnitten, mit Bravour abgeschnitten. Jetzt geht es um Teil 2. Ergebnis, wie gesagt, am Donnerstagabend. Ansonsten haben wir von Hennes & Mauritz, H&M, nochmal endgültige Zahlen. Ja, die Vorläufigen waren ja nicht so unbedingt freudeerregend. Ja, da haben die Analysten schon vielfach gesagt, dass sie ihre Enttäuschung kundgetan haben. Jetzt bekommen wir die endgültigen Zahlen, müssen wir mal abwarten, wie die ausschauen. Und wir bekommen passend zur Weltmeisterschaft dann noch Zahlen von Nike. Nike-Zahlen strahlen ja auch immer wieder auf Adidas ab. Ja, meine, okay, Nike rüstet ja 10 WM-Teams aus. Da ist Adidas schon etwas besser. Die haben 12 Teams und Adidas stellt ja auch den Weltmeisterball, den sogenannten WM-Ball.
Mal müssen wir mal abwarten, wie die Zahlen dementsprechend ausfallen und wie sie vor allen Dingen ihren Niederschlag auf Adidas finden. Ja, ansonsten haben wir dann noch Ende der Woche einen Börsengang. Batteriesystemanbieter aus Darmstadt strebt an die Börse. Der Name AKSOL. Da ist am Mittwoch dann Ende der Zeichnungsfrist und man möchte 100 bis 125 Millionen Euro erlösen. Die Frage natürlich, ob AKSOL tatsächlich kommt, denn vielfach haben wir ja gesehen, dass Unternehmen bei einem schwachen Marktumfeld dann doch eher noch einen Rückzieher machen und etwas vorsichtig bleiben. Ja, vorsichtig bleiben, wie gesagt, das sollten Sie auch, meine lieben Freunde der Aktienlust, diese Woche. Wir haben nicht unbedingt Handlungsbedarf, vielleicht eher ein bisschen Cash an die Seite packen, denn wie gesagt, der Markt hätte durchaus das Potenzial, hier nochmal 300, knapp 400 Punkte weiter runterzufallen. Die Geopolitik macht es auf der einen Seite aus, die Charttechnik, ich habe es Ihnen erklärt, auf der anderen Seite. Von daher wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche, aber wie gesagt, seien Sie ein bisschen vorsichtig, seien Sie ein bisschen auf der Hut und wie ich manchmal sage, Cash kann auch ganz schön fesch sein. In diesem Sinne, Ihnen einen guten Handelsmontag und eine gute Handelswoche.